Basti! Basti! Ich gehe. Komm, die Was haben ist sich das? schon. Komm! Oh Gott, Die haben sich über. Cornelius! Der hat meine Hand Die haben sich darüber abgeschreckt. beschwert, dass du einfach bei denen da im Zelt schläfst. Komm, Das weg stimmt jetzt doch hier. gar nicht. Ja, nicht weg. Nicht, das stimmt doch gar nicht. Guck mal, hier Da, sind diese Krokodile. die Ich sollen glaube, die sich bei müssten mir wir jagen, beschweren. oder? Das sind Krokilisken. Was ist der Unterschied? Krokli ist Krokli. Ich weiß nicht, was ein Krokodil ist. Habe ich noch nie gehört, Baloo. Ich weiß nicht, woher du schon wieder diese seltsamen Namen findest. Das sind Krokilisken. Aber das ist doch nur eine Unterkategorie. Du willst mir erzählen, du hast noch nie von Krokodilen gehört. Da Nö. war ein Stück Krokodilhaut. Hast du es auch bekommen? Jupp. Und hier und da. Und nur ein schleimiger Knochen. Aber hier, Baloo, hier ist Lebenswurz. Da ist noch Oh. ein Krokodil. Dings. Nein, das Nein! ist kein Krokodil. Es ist nur ein Ah! Fisch, Baloo! Das habe ich. Ich habe das durch die Wasseroberfläche nicht gesehen. Ah, Baloo, du bist so unfähig. Aber, ja, toll. Nur weil ich einmal nicht richtig geguckt habe. So, ich hab alles, Baloo. Echt? Ja. Ja, stimmt, ich auch. Wir müssen Und jetzt noch. jetzt müssen wir. Oh, das sind die Tiger. 10 Tiger müssen wir töten, Aber Baloo. ich mag es nicht, Tiger zu töten. Wir Sie haben uns teilen nicht uns auf. getan. Okay, wir teilen uns auf. Aber nicht so weit weg, sonst könnte es sein, dass sie uns das nicht anerkennen. Was anerkennen? Naja, wenn ich einen Tiger töte oder du, das zählt ja sonst vielleicht für beide. Aber nicht, wenn du weg bist. Kriegst du das hin, die eigentlich zu töten, oder brauchst du meine Hilfe? Hey, es dauert halt einen Moment, aber ich kriege es hin. So, ich habe hier noch ein paar Kräuter zum Sammeln. Oh, geil. Komm her, du kleiner. Oh, ich habe immer noch nicht mein Wasserelementar hier. Komm her. Oh. Baluje. Es hat jemand Was unsere los? Gilde verlassen. Oh nein, was ist passiert? Keine Ahnung. Frag du mal nach. Du hast Oh, besseren Kontakt zu den. was ist passiert? Wieso hat ein Mitstreiter uns verlassen? Haben Sie ihn wohl zu sehr geärgert? Keine Ahnung. Oh Gott, Das da ist hinten aber ist jemand. traurig. Habt ihr ihn schlecht behandelt? Baloo, ich habe die Seite gefunden. Wo? Hier, bei dem Tiger. Da ist noch eine Hälfte drin. Ich lasse dir die Hälfte da drin. Bei mir war die Seite dann nicht drin. Du hast sie komplett. Sie ist komplett nutzlos. Ich muss Du eine wolltest. eigene suchen. Toll, Dankeschön. Haha. So. Ah, die wird schon auftauchen. Mach mir da keine Sorgen. Glaube ich auch. So. Huch, Baloo, Ah, da ist meine Seite. Sehr schön. der Kommunikator. Oh, was, ja? Ihr habt die jungen Tiger hinter euch gelassen, aber noch immer seid ihr vom Jagdfieber gepackt. Okay. Ja. Junge Tiger sind das eine, ausgewachsene Tiger zu jagen ist aber eine ganz andere Angelegenheit. Die erwachsenen Schlingendorn-Tiger zu erledigen sollte sich als eine noch größere Herausforderung erweisen. Die erwachsenen Katzen halten sich meistens im Süden von Kurzens Truppenlager auf der Ostseite des Flusses auf. Jagd 10. Auch nochmal 10 Stück, Baloo. Nochmal 10. Baloo. 10 Stück, ey. Das sind mir einfach viel zu viele. Wo gehst du hin? Zurück? Ha? Zurück ins Lager? Wir haben doch kaum Aufgaben erledigt. Was? Ich gebe dem das, was er wollte, die Häute. Ach, na gut. Meine Ausrüstung ist startklar, Basti. Ich warte nur noch auf die Häute. Wir wollen Quizbox ja nicht warten lassen. Es ist für niemanden gut, wenn der Cheferfinder des Tüftlerverbands unzufrieden ist. Oh. Diese Häute sollen genügen. Ihre Qualität ist nicht allzu wichtig, da sie ja nur die innere Schicht der Stiefel bilden. Aber sie sollten schon bequem sein. Wenn sie ein bisschen zu steif sind, verwende ich ein wenig Tigerblut, um sie aufzuweichen. Kleines Betriebsgeheimnis, wisst ihr? Okay. Sehr interessant. Andere pinkeln da rein, habe ich mal Nun, ich gehört. habe die Grundform der Stiefel so weit und sie werden auch sehr gut. Aber die Häute, die ihr mir brachtet, werden leider nicht für die innere Schicht ausreichen. Was sollen wir Was? nun tun, Drisslik? Diese Frage brennt euch zweifelsohne auf den Lippen. Und ihr habt Nein. wirklich Glück, dass ihr mit Drisslik sprecht. Denn er wird euch genauestens erklären, was wir zu tun gedenken. Die innere Schichten sieht. Was? Die inneren Schichten sieht sowieso nie jemand. Also werden wir uns zum Ausfüllen der Stiefel einige der billigeren, dickeren Häute der Krokis holen, die um den Nassfüller
Feretisee leben. Okay. Schönen Tag auch. Ja, machen wir. Nur diesen Seenamen, den werde ich, glaube ich, niemals richtig aussprechen. Nee, irgendwie nicht. Hey, hey, wollen wir die Buchseite noch eben abgeben, wenn wir schon mal hier sind? Hast du jetzt doch die Buchseite? Ja, ich sagte doch, ich habe doch eine gefunden. Och, Mann. Ach, habt ihr sie gefunden? Ich würde Hammett nur äußerst ungern ein fast fertiges Buch geben. Oh, ihr habt mir sicherlich viel Ärger erspart. Ich kann euch gar nicht genug danken. Es wird nicht mehr lange dauern und wir werden das Buch von Meister Missionary in Bibliotheken überall auf der Welt finden können. Ich werde eine Kopie für euch hier lassen, falls ihr euch je für das fertige Implant interessieren solltet. Vielen Dank. Okay. Da, er hat's hingelegt. Cool. Guck mal rein. Warum? Die grünen Hügel vom Schlingdorntal. Hammett Nessie. Dafür, dass es unser erster Tag war, lief Balui, es heute... nein, auf. Ja, ich lese du halt rein. Balui, halt die Schnauze! Aber, das ist ein Buch, Basti. Nein. Mann. Lest du das Buch, ich gehe die Panda jagen. Nein, ich... Ich dachte, dich interessiert das auch, was da drin steht. Ja, aber nicht jetzt. Das können wir uns abends am Lagerfeuer vorlesen. Du hast ja nie Zeit abends und legst dich einmal direkt hin und schläfst. Oh. Ja, ach, es ist halt anstrengend, wenn man die ganze Arbeit machen muss. Ganz Moment. Oh, ganz dünnes Eis. Warum, Balou? Da, ein Tiger, oh. Ein Panther. Hä, das waren doch die, die hier in der Nähe von diesem anderen Kunstens Lager waren. Die müssen das sein, die sind unsichtbar. Sei denn... Ja, stimmt, die Unsichtbaren. Sie entdecken. Komm, so. Miet. Miet. Hm. Letztes Mal waren das so viele. Hier ist noch Königsblut. Ich dachte ehrlich, wir hätten letztes Mal ganz viele von denen gehabt. Da ist einer. Hier ist einer. Ha, ein Schlag und er war tot. Ja, soweit möchte ich mal gerne kommen. Leider ist. Ich glaube, hier sind die Schnappkiefer-Krokilisken. Die größeren. Echt? Okay. So, erledigt. Ich habe auch schon Krokiliskenhaut. Hey, Moment! Was heißt hier jetzt schon wieder? Hey, Moment! Ich bin nicht so schnell. Das ist mir bewusst, aber ständig auf die Rücksicht zu nehmen. Sein. Wieso machst du eigentlich so viel mehr Schaden als ich? Das ist einfach nicht in Ordnung. Balui, ich bin halt eben stärker. Ja, aber das finde ich nicht gut. Man hat mir gesagt, dass mein Erfahrungslevel sich auf 29 bewegt. Okay, und wie viel Erfahrungslevel kann man erreichen? Also 29 von 100, oder was? Ich weiß es nicht, das hat man mir einfach so gesagt. Ich glaube, das war einer von den der Leutnant Doran, genau, genau, der hat es gesagt. Na gut, müsste ich den vielleicht auch mal fragen. Ja. Weil das ist aber hier ein tiefer See. Weil ich glaube nicht, dass du annähernd an mich rankommst, von diesem Erfahrungslevel her. Basti, machst du dich über mich lustig, dass ich einfach nicht so gut bin wie du? Ja. Ja, toll. Du sollst mich unterstützen und mein Freund sein und nicht mehr vorhalten, was ich alles nicht kann. Ja, sonst würde ich dich ja nicht beschützen. Meinst du, ich würde überhaupt nicht allein klarkommen? Wir könnten uns gerne mal trennen, Balui. Ach, weißt du, heute noch nicht. So, ich hab die heute, Balui. Jo, ich bin auch fertig. Oh, wo sind wir hier? Hä, hey, keine Ahnung. Was müssen wir hier denn machen, Balui? Weiß ich nicht. Was ist das? Sind das denn hier? Hä, hey, das sind diese Typen, die uns eine Quest gegeben haben, oder nicht? Die Aufgabe gegeben haben. Hä? Der hat einen Kristall bei sich. Der auch? Nee, der nicht. Was sollen wir? Wir sollten irgendwelche Kristalle holen, aber... Die holzen den Wald ab! Das ist mir egal, Balui, ob ich Kristalle brauche. Du hast recht, die machen ja hier alles kaputt. Das geht gar nicht. Die alles kaputt? Mann, das ist eine Frechheit. Die holzen diesen wunderschönen Wald ab. Diese großen Maschinen müssen schuld sein, Basti. Lass uns diese zerstören. Hey, der hängt fest. Ja, der hat schon seinen... Der leidet schon. So, hab ihn erledigt. Gut, dass ihn jemand festgesetzt hat, dass er da nicht mehr weg hat. Hey, das ist ja komisch hier. Wie viel sie einfach schon von den ganzen Bäumen abgeholzt haben. Was soll das denn?
Balu, ich brauche noch einen Kristall. Ist ja unmöglich. Ich auch. Guck mal, das ist eine leere Erntemaschine. Leider kann ich die nicht nehmen. Mann. Der muss doch noch einen Kristall haben, oder? Hier, und das. Ich weiß nicht mal, wofür die waren. So. Ich bin stärker geworden, Basti. Oh, das ist wunderbar. Ja, ne? Ich glaube, ich werde auch gleich wieder stärker. Guck mal, hier sind die Schlingdorn-Tiger. Und da ist ein Tempel, Balui! Siehst Wo ist du das? Ein Tempel? Da! Wow, lass uns den mal angucken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der sieht toll aus. Lass uns erstmal die Tiger noch erledigen. Na ja, gut, wenn wir schon mal hier sind. Ausnahmsweise. Lass uns wieder aufteilen, wenn du die alleine schaffst. Ja, ja, natürlich schaffe ich die alleine. Kann sich nur um Stunden machen. Komm her! Tiger. So. Hier ist noch so Königsblut. Schön. Da ist noch. Ah, da ist ein Tiger. Komm her! Schlingt. Hey, Balui, hier waren wir schon mal. Da hinten ist die Höhle, aus der wir die Leute befreit haben. Ja, aber wir haben den Tempel doch nicht gesehen. Der Tempel ist doch nicht aus dem Nichts aufgetaucht, oder? Willst du Nein, mir das jetzt aber erzählen? Den können wir gleich gerne mal anschauen, Balui. Der sieht toll aus. Einfach ja. So vor mir. Ich habe kein Ziel. So. Wo bist du? Ich bin hier. Ich habe hier noch einen Tiger. Okay. Es fehlen noch zwei Schön. Stück, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, da ist noch einer. Komm her, du kleine Miezekatze, du. Oh, und da ist wieder so graut. Ja. Ah, ja. So, noch einer. Da bist du. Ja, ja. Vielleicht finden wir auf dem Weg zum Tempel ein. Ja, der Tempel ist da hinten. Ja, du kennst doch meinen. Das heißt, auf dem Weg zum Tempel läufst du in die komplett andere Richtung. Wirklich? Ja. Naja, nicht komplett. Es war schon ein bisschen in der Nähe. Nein. Doch, aber nur ein bisschen. Hallo, lass uns doch zuerst in den Tempel gehen und dann, den letzten Tiger noch suchen. Na ja, gut. Ich will da jetzt reingehen. Ich will wissen, was da los ist. Das sieht aber, Basti, hast du diese riesen Statuen gesehen? Ja, und? Wow, sehen die cool aus. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Wow. Und das ist ein riesen Fallgatter. Da pass lieber auf, dass das nicht runtergeht, wenn wir da durchgehen. Balui, guck mal, diese Schrift hier, die kann ich entziffern hier. Was steht denn da? Zul Gurub. Was heißt das? Heißt so der Ort, oder was? Balui, guck mal, hier ist so Für mich steht da Krüsgenü drauf. Balui, da ist so ein Schimmer. Ja, das sieht aus, wie als wir mit der Bahn gefahren sind. Huch! Balui! Siehst du das auch hier? Das ist ein... Das ist ja wunderschön hier. Toller Ort. Wow. Aber er scheint verlassen. Warum ist er verlassen, Balui? Weiß es nicht. Guck mal! Das ist wunderschön. Wow. Die Landschaft an, die Natur. Aber du siehst, dass die Natur sich ihr Recht zurückholt. Hier wohnt schon wohl seit ewigen Zeiten keiner mehr. Guck dir diesen Tempel an! In der Mitte! Er sieht sehr zerfallen aus. Warte mal. Ich geh runter. Ich muss da hin, Balui. Oh Gott! Warum wurde dieser Ort verlassen, Balui? Weiß ich nicht. Wie du da rumspringst wie so ein fetter Fisch. Ich komme hier nicht hoch. Mist. Balui, ich glaube, wir stecken fest. Ich. Wieso? Weil wir zu dick sind. Ja. Wieso? Ja, hier bin ich. Ach ja. Dieser Ort ist unheimlich. Ja, das stimmt. Kommt mir vor wie eine ganz verlassene Zivilisation, weißt du? Aber warum ist sie untergegangen? Wow. Weiß ich nicht. Oh, diese riesen Treppen. Guck mal, Balui.
frage mich, was hier früher veranstaltet wurde. Alles vermodert, überall Schlingpflanzen. Guck mal, du kannst reingehen. Nein, kannst du nicht, schade. Äußerst unheimlich. Ich frag mal, vielleicht kennt jemand von unserer Gilde Zul'Gurub. Ja, frag mal. Willst du fragen, warum die Zivilisation untergegangen ist? Wow. Da hinten, da ist noch ein verlassener Tempel anscheinend. Ja, hier, das ist eine ganze Anlage. Wow. Das ist ja... Wie geht da nicht rein? Was will die uns denn davon sagen? Wir sind dort. Oh oh. Niemand wohnt hier. Hier sind aber keine Trolle. Dieser Ort ist vollkommen verlassen. Basti, ja. Wenn unsere eigenen Leute sagen, wir sollen hier nicht sein. Dann sollen wir wieder zurückreiten. Vielleicht sind die nur zeitweise weg. Pass auf, vielleicht sind da Geister. Wenn sie nicht draußen sind. Weiß nicht, ob ich das hier so gut finde. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, ich laufe falsch, Badul. Wir sollten schnell hier raus, oder? Denke auch. Oder? Ist das nicht so? Balui, wir machen eine Herausforderung. Was für eine? Wer traut sich hier drin zu schlafen? Basti, können wir nicht gehen? Nein, Balui. Was ist, wenn die zurückkommen? Balui, unsere Aufgabe ist es jetzt, hier zu meditieren und zu wahrer Stärke zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Ich werde hier eine Sekunde schlafen können, das ist dir klar. Wir schlafen nicht, wir meditieren, um unsere innere Stärke zu finden. Stell dich jetzt nicht so an. Na gut. Deine Verantwortung.